Moin moin Leute und frohe Weihnachten und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ja, mittlerweile sind wir bei irgendwie Folge 297. Also kommt bald eine Folge 300. Ich weiß aber noch absolut gar nicht, was ich machen soll für eine Folge 300. Von daher kann es sein, dass ich erst so ein paar 299,99999 oder so mache. Kann sehr gut sein. Jedenfalls befinden wir uns in Hamburg, in der Hafen City, und fahren die Linie 6, also im Hafen City Addon. Ich hatte hier die Elektrik schon mal an. Jetzt habe ich sie gerade ausgemacht. So, zack, das Ding an. Hoppala, so nah wollte ich jetzt dann auch wieder nicht. 1506. Bums. Entsperrt, ja. Das ist okay. Umlaufnummer ist 66206. So. Bums, da ist unser Plan. Die Linie fahren wir. Wir fahren die Linie 6 vom U-Bahnhof Borgweg Richtung auf der Sande. Also in Richtung Speicherstadt fahren wir. So, wir müssen das hier anmachen. Wir brauchen definitiv Heizung. Warte mal, gerade noch mal gucken. Ich wollte eigentlich noch hier. Warte mal. Erstmal das Ding hoch. Und die hier, die. Okay, die Schneeflocke ist eh schon an. Machen wir einfach mal alles an, was wir hier haben, ne? So, Abblendlicht. Innenraumlicht. Brauchen wir ja alles, ne? So. Dann hoffe ich, dass das alles lautstärkemäßig passt, weil ich musste alles ein bisschen anpassen. Dann rollen wir mal ganz leise. Rollen wir mal los. So, Pause. Start. Start klingt gut. Einmal Nahbereich, aber sicher kriegst du den Nahbereich für 2,10 Euro. Das sind dann immer hier 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Hätte dir auch ein Zweier geben können, aber hatte ich jetzt gerade keinen Bock zu. So, machen wir, zack. Einmal gerade ganz kurz. Ganz gerne ein schönes Foto, hätte ich gerne. Hoppala. Aber ist der Kackbaum im Weg. Oder? Wobei? Ja, sollte passen. Ja, noch ein Stückchen rausgehen, damit man vielleicht das Haltestellenschild noch ein bisschen erkennt. Ja, so finde ich das schön. Zack, perfekt. Dann haben wir das auch schon. Haben wir auch schon einen Sumpneil. Und wir haben aber noch 4 Minuten. Die wollen wir mal ja hier nicht abwarten. Ja, ein Minütchen können wir doch noch. Hallo? Hallo? Bitte, was hast du gesagt? Kind. Kriegst einfach ein Kind-Ticket. Zahlst mit einem Zehner, du. Das sind 2 Euro. Oh, nehmen. Bitte! Zack. So. 10 Sekündchen haben wir noch. 10 Sekündchen. Ja, ne, ja, ne, 0, 1. So, zack, Tür zu. Fahr los! Habe ich irgendwelche Tasten jetzt hier? Ne? Ist raus. Sind doch alle raus. So, Gang rein. Hat er nicht genug Druckluft gehabt? Er wollte jetzt irgendwie nicht fahren. Naja, jetzt fährt er ja. Jetzt geht's ja.
Hoppala. Wollen dem ja nicht zu nahe kommen, dem Kollegen hier. Sonst gibt das ja hier Unfälle und Stress und Meckereien. Sonst zieht er uns nachher noch aus unserem Bus raus. Das wollen wir ja gar nicht. Ich dachte mir, wir fahren schön bei Schnee, weil wir haben ja immerhin den ersten Weihnachtstag. Also wenn ihr das hier seht, ist der erste Weihnachtstag. Also Ausstrahlung ist erster Weihnachtstag. Ich glaube, ihr habt am ersten Weihnachtstag Besseres zu tun, als meine komischen Videos zu gucken. Aber ja, ich möchte doch dann einfach mal auf das Weihnachtsspecial verweisen, was gestern am Heiligen Abend um 14 Uhr ausgestrahlt wurde. Beim Carsten um 13 Uhr. Oh! Was hat der denn für Bremsen, sag mal? Und beim James um 13.30 Uhr. Auf das möchte ich doch einfach mal verweisen. Ich möchte nicht verraten, was wir da gemacht haben, aber es war was sehr Cooles. Eine sehr spontane Idee, aber eine sehr coole Idee. Okay, es ist offensichtlich, es ist anscheinend glatt. Warte mal. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier lang muss. Depot. Okay, wir fahren die 6. Ich dachte, hatte eigentlich das, den Schnee von den Straßen räumen lassen. Aber anscheinend ist es glatt. Gut zu wissen, dann fahren wir was langsamer. Moin. Kinderwagen, bitte. So, zack. Was hast du mir denn gegeben? 1,10. Einmal Kurzstrecke. Bitteschön. 1,50 hätte ich gerne. So, das sind 2, 4 und 5. Bitteschön. Da geht das auch schon wieder los. Yeah, die Achterbahnfahrt. So, also ein Auto haben wir schon weggeflankt. Das ist doch super. Das macht doch Spaß. Mir kommt gerade eine Idee. Für die 300. Folge. Ha. Ich habe gerade eine Idee. Ha, ich werde sie noch nicht verraten natürlich, aber ich habe gerade eine Idee. Ja, ja, das doch finde ich ganz gut. Ja, Mensch. Erster Weihnachtstag ist gut. Ich nehme natürlich nicht am ersten Weihnachtstag auf und auch nicht am Heiligen Abend. Ich mache quasi Vorproduktion. Ich bin hier jetzt am Samstag dran. Am 23. quasi. Weil ich mir dachte, Mensch, dann machst du jetzt hier nochmal ein bisschen Vorproduktion, ne? Wir fahren jetzt, glaube ich, so 35 Minuten. Also mindestens 2 Parts sollten wir da rauskriegen. Hui, der raucht aber, du. Naja, gut. Und auf jeden Fall, ja, Mensch. 23. ist Weihnachtsvorbereitung. Sind im vollen Gange. Von daher, ne? Passt das? Hallo? Hallo? Ich verstehe nicht, was das heißt. Ohne Scheiß. Ich verstehe nicht, was das heißt. Schmeiß mir mal eine Tageskarte raus, bitte. Oh, da war die falsche. Entschuldigung. Ja, der klingt so ein bisschen wie Udo Lindenberg, ne? Ganz Tageskarte, bitteschön. Ja, bitte, ne? 7,50 Euro. 8 Euro. 10 Euro, bitteschön. Die Fahrkarte für den Nahbereich. Gerne. Ich mache hier mal 2,10 Euro hätte ich dann gerne. Ey, Alter, 2,10 Euro, das sind also quasi, sind das jetzt 3 Euro, 4 Euro. Und das ist der Rest, bitteschön, ne? Und immer schön durchatmen. Ganz ruhig, Alter, wir haben ja Zeit. Ich meine, wir haben Verspätung, aber wir haben ja Zeit. So, okay. Das war der Unfall, den ich überhaupt nicht hatte. Ne? Habt ihr alle gesehen, dass ich den nicht hatte? Nein. Ich hatte keinen Unfall.
Nö, nö, sehe ich nicht. Ich sehe das einfach nicht. Ich hatte keinen Unfall. Bertigstraße. Auch bärtig bin ich nicht. Okay, wir haben keine Verspätung mehr. Hilfe! Brems! Ich bin zu schnell unterwegs. Aber man merkt das einfach nicht durch dieses scheiß Hybridantriebe. Na, willst du mich jetzt auch rückwärts befördern, Bus? Der befördert mich nicht rückwärts. Ah, verdammt. Tral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 a. Keiner gesehen. Ich fahr mal in die Spur, ne? Ist besser. Ich hab mal gehört, wenn man in der Spur bleibt, hat man prinzipiell weniger Probleme. Zack. Wir wollen ja die Kollision wieder haben. Zack. So. Und ich muss echt ein bisschen langsamer fahren hier. Ich bin zu schnell unterwegs. Tick-tack, tick-tack. So. Ich finde die Haltestellenhäuser echt schick, echt modern. Moin. Habe ich ja gerade. Was willst du? 3,10 €. Großbereich, klingt das doch, ne? Wenn du so passend hinlegst. Ja, aber sicher. Das ist die Kurzstrecke. Scheiße. Nahbereich. 2,10 € hätte ich. Hast du mir schon gegeben. Ah, ne, hast du mir 2,20. Ich finde die Stimme total geil. Es klingt so richtig Udo Lindenberg-mäßig, du. Ey, Alter! Hast du falsch gemacht? Oh, jetzt hast du gut gemacht. Ach ja, schön. Ja, ich finde, Hamburg im Schnee ist doch schön. Oder? Das ist doch eine schöne Stadt. Das gefällt mich doch. Ich meine, es ist zwar ein bisschen glatt. Die Hupe, da werde ich mich nie dran gewöhnen, du. So. Moin. Hallo. Hallo. Moin. Eine Tageskarte. Jo, das kostet 7,50 €. Aber die scheinst du ja zu haben, ne? Dann kriegst du auch die Fahrkarte. Wow, Großbereich. Ey, jetzt habe ich das falsch hier drin. Da, 3,10 € sind 4 € sind 5 €, 6 €, 8 und 10. Ja, Dücke. Ich habe ein Tatütata. Hab ich den hinter mir? Keine Ahnung. So, ach ja. Ja, ich habe tierische Schmerzen in den Armen. Ich habe so einen Muskelkater, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vielleicht doch. Also ich war ja mit der Dortmunder Truppe beim Sport. Und ja, einer, der Ahnung von hat und auch das auch öfter macht, der hat uns einen Trainingsplan zusammengestellt und meine Arme sind so tot, einfach nur. Also mal als Beispiel, ich kann sie nicht mehr komplett gerade ausstrecken, ja, weil das sonst absolut wehtut. Und ja, also es ist es hat irgendwie schon Spaß gemacht, aber gegen Ende denkst du dir auch so, boah. Aber gut, dass es da Duschen gibt. Weil das wäre sonst brutal gewesen, weil man schwitzt sich ja so des Todes voll. Das geht ja eigentlich gar nicht mehr. Aber gut. Ich will nicht zu stark beschleunigen, weil sonst rutsche ich wieder auf irgendein Auto drauf. Das kann ich ganz gut. Zimmerstraße.